fühle mich so erfrischt. Es ist Tag des Inquisitors. Ich guck mal gerade, ob da noch irgendwas steht wegen Beatrice. Roderick Imka. Ah, den Marquis über die Bedrohung informieren. Okay. Meister Alerich, auch noch nach Lady Beatrice fragen. Okay, alles klar. Müssen wir einfach nochmal vorbeilaufen. Auf jeden Fall müssen wir aktuell nicht zum Inquisitor. So, können wir irgendwas Sinnvolles machen? Teich. Schüssel Sauerkraut. Davon können wir richtig viele machen eigentlich. Und bringt auch immerhin plus 30. Fleisch sollten wir nicht verschwenden, das brauchen wir noch für Burger. Vielleicht ist Schüssel Sauerkraut gar nicht mal die blödeste Idee. Bringt immerhin 30 und bis wohin hat er gestackt? Bis 20? Überprüfen wir mal gerade diese Theorie. Ja, bis 20 stackt der. Okay. Schauen wir uns mal gerade die Felder an. Müssen wir gucken, ob wir von dem Gedöns hier irgendwie noch was zerlegen können da unten. Also im... Davon haben wir nicht mehr genug, dann wechseln wir hier auf Weizen. Da würde ich auch gerne auf Weizen wechseln. Und hier auch. Das wird zwar nicht für so lange gut gehen. Aber... wir bekommen ein bisschen Weizen und ich glaube, so viel Weizen brauchen wir gar nicht für das Bier. Waren das 3 oder sowas? Davon haben wir nicht mehr genug. Doch, haben wir schon. Die liegen nur gerade auf dem Boden. Okay. Dann legen wir mal gerade hier ab. Da ab. Wir haben viel zu viel Salat. Das habe ich gerade abgelegt. Den habe ich abgelegt. Den wollte ich. Wir haben noch ein bisschen Weizen. Sehr gut. Leiche machen wir gleich. Keine Panik. Die gammelt nur. Zwiebeln können wir direkt dabei behalten. Kürbisse können wir eigentlich ein paar mitnehmen. Karotten. Lass mal 4 hier. So, dann haben wir die noch. Das da. Linsen. Noch mehr Linsen. Okay. Wenn wir Sauerkraut machen, dann hat sich das mit dem Salat natürlich auch erledigt. Nee, Kohl. Ich sage immer Salat, das ist Kohl. Dann hat sich das mit dem Kohl auch erledigt, dass wir davon zu viel haben. Und wir haben eine Verwendung für unser Salz. Das Problem ist halt, dass der auch Karotten frisst. Aber na, ich weiß es gar nicht erst. Aber hey... vielleicht machen wir einfach Sauerkraut. So, und noch Fleisch. Können wir die... guck mal, die Maden haben wir noch gar nicht untersucht. Ich wollte gerade fragen, können wir die Maden vielleicht auch noch... zerlegen? Das ist die völlig falsche Richtung. Wollte runter. Oh, wir haben keinen Brennplatz mehr. Ja, dann... wir brauchen dann auch wieder neues Holz, wie es aussieht. So. Oh, keine Energie.
Dann ziehen wir uns direkt Sauerkraut unten rein. So. Dann hüpfen wir nach Hause. Wir machen das mal gerade auf einen kurzen Weg. Und machen ein bisschen Sauerkraut. Einfach damit wir Vorrat haben. Wir haben gar nicht so viel Salat hier oben, aber das macht nichts. So, dann benutzen wir jetzt einfach Sauerkraut, um Sauerkraut zu machen. Das ist doch eine gute Idee. Oder so. Würde ich dann einfach hier in die Truhe stopfen, damit wir Vorrat haben. Und dann schauen wir mal gleich, ob der Weinberg auch schon wieder fertig ist. Müsste eigentlich. Es müsste genug Zeit vergangen sein, dass da oben auch wieder fertig ist. Und dann kommen wir mit dem Hopfen vielleicht weiter. Ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt auch noch eben. Es sind nur noch zwei. So. Dann haben wir ein ganz kleines bisschen Vorrat. Und davon nehmen wir mal direkt 24 mit. Okay. Zwiebeln können wir hier lassen. Kürbis können wir hier lassen. Dann würde ich sagen, den Kürbis können wir auch direkt hier, wenn nicht Karotten, Kürbis. Kürbis können wir auch direkt hier reinschmeißen. Nee. Nee, irgendwie gefällt mir das nicht, den da immer nachlegen zu müssen. So, dann schmeißen wir Asche weg. So. Rot entwickelt sich langsam auch wieder. Können wir schon wieder neue Kisten machen? Nein. Ja, die Zwiebeln haben wir eingesammelt. Und die Kürbis haben wir gerade reingelegt. Auch deswegen hatten wir nicht so viele silberne. Okay, verstehe. Wie sieht's oben aus? Ja, da ist was fertig. Wir haben den Dünger dabei. Sehr gut. Kümmern wir uns darum. Wie weit sind wir mit Hopfen? Wir haben, glaube ich, noch nicht... Also Silber haben wir jetzt angebaut, richtig? Einmal silbernen Hopfen müssten wir haben. Ja, mach mal ruhig. Das reicht, um da noch zwei von zu machen. Machen wir das. Können wir den Baum da drunter umhauen, dass ich das besser sehe? Den Stamm würde ich tatsächlich stehen lassen. Das ist okay, wenn der da einfach vor sich hin steht. Geht ja nur darum, dass ich das hier oben sehe. Hopfen. Okay. Hopfen sollten wir geregelt haben. Weizen ist in Produktion und haben wir Trauben, Hopfen. Oh, zwei haben wir immerhin. Keine Energie mehr. Ja, das macht ja nichts. Weizen haben wir unten und ist im Anbau. Dann sollten wir vielleicht schauen, ob wir das erste Bier schon brauen können. Einerseits für die Taverne, andererseits natürlich für den Inquisitor, aber dafür muss der natürlich erst Gold werden. Wir haben jetzt ein bisschen Saatgutüberschuss an Trauben, habe ich das Gefühl. Wollen wir, glaube ich, nicht mehr einkaufen gehen. Okay. Dann nehmen wir doch hier so einen Stamm. Bringen wir die beide runter. Komm, stell dich nicht so an. Komm mit. So. Nicht, dass wir es brauchen. Wir bekommen ja immer holzfrei Haus geliefert, freundlicherweise. Wir brauchen wirklich mehr Zombies. Aber jetzt, wo wir die Injektion haben, kommen wir da vielleicht auch langsam irgendwie hin. Ich habe vergessen, Hanf anzupflanzen.
Das haben wir uns auch extra geholt. So. Es wäre viel einfacher gewesen, außenrum zu gehen, aber ich wollte gar nicht außenrum gehen. Weil ich Weizen erst mitnehmen wollte. Die Maden behalten wir mal gerade auf Tasche. Den Schmetterling können wir noch untersuchen. Guck mal, die Motte zerfällt auch in irgendwas. Die können wir auch mitnehmen. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Kürbis haben wir noch nicht untersucht. Linsen haben wir untersucht. Kürbis zerfällt nicht. Weizen. Weizen wollte ich mitnehmen. Die Mod zerfällt auch in irgendwas. Der zerfällt nicht. Okay. Dann haben wir ein paar Dinge, die wir erforschen können, die uns vielleicht ja sowas wie Verlangsamung geben. Mal gucken. Wir machen gleich mal eine Forschungsrunde. Hätte ich gesagt. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Bett, bis die Leiche kommt. Das dauert nicht so lange, aber wir haben ein bisschen mehr Energie. Hoffe ich doch. Da ist er auch schon. Für mich so erfrischt. Jo, da ist wieder die freie Holzlieferung, die ich nicht abliefern kann, weil hier alles voll ist. Oh. Ich bin interessiert an Ärztepfusch. Sag ich ja. Warum ist das so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wie soll man denn die Leichen wirklich hübsch bekommen, wenn hier dauernd rumgefuscht wird, obwohl man das alles erforscht hat? Wir legen die mal kurz ab, damit wir Platz haben. Müssen wir gleich wieder mitnehmen. Hier kommt noch der Knochen raus. Mit die drei. Und du kommst auf den Scheiterhaufen. Gerade haben wir ja wieder ein paar. Okay. Gehen wir doch einfach mal das ganze Getier untersuchen. Beziehungsweise die Motten haben wir ja schon untersucht. Gehen wir erstmal hier Kapitel reinschmeißen. Das Zeug können wir auch alles noch untersuchen. Kann nicht zerfallen, okay. Boah, gibt das Grüne. Ich brauche keine Grünen. Puder und Flüssigkeit. Nett. Dünger wird nicht zerfallen. Bienenwachs. Flüssigkeit und Essenz. Made. Flüssigkeit und Essenz. Schmetterling. Puder und Essenz. Ich wäre jetzt erstmal, glaube ich, an Puder interessiert, weil das relativ schnell geht. Guck mal hier, Hopfen in Puder. Ist das direkt Verlangsamung? Sehe ich das richtig? Wir haben keinen Platz hier. Durch Hopfen wird man langsam. Ist es das? Noch eine Geschichte. Wenn man durch Hopfen langsam wird, dann würde ich ja die Bronze-Hopfen direkt hier lassen. Ja, Verlangsamungspulver. Das brauchten wir doch direkt für irgendwas. Hier. Verlangsamungspuder, aber auch noch Verlangsamungsextrakt und Verlangsamungslösung. Hopfen. Kann Hopfen in noch was zerfallen? Weil dann würde ich ja orakeln, dass das andere Ding auch Verlangsamung ist, oder? Ja, das kann auch noch in das hier ist es, glaube ich. Ja. Verlangsamungslösung. Ich bin begeistert. Wir brauchen aber immer noch Extrakt, Verlangsamungsextrakt.
Das ist jetzt schwierig, denn das können wir nicht aus Hopfen gewinnen. Okay, was haben wir noch? Wir können ja gucken, was wir hier zu Extrakt verarbeiten können. Ob da was bei ist, was vielleicht... Von Bienen. Bienen sind immer so langsam. Das macht total Sinn. Ist das tatsächlich Verlangsamungsextrakt? Wir machen erstmal leer. Wir brauchen Wasser hier unten für den Braukessel. Und einen müssten wir noch hinbekommen. Ja, wir haben aber sowieso auch schon wieder neue Trauben. Das bleibt auch hier. Okay. Und das bleibt auch hier. Wir holen mal gerade Wasser. Wir haben leider wieder vergessen, den Dünger oben abzulegen. Und einen noch. So, damit hätten wir 100 Tropfen. Jo, das sollte erstmal für eine Weile da unten reichen. Und dann können wir zumindest mal anfangen, unser erstes Bier zu brauen. Dafür reicht es noch nicht. Oh, das kostet 50. Der hat... Haben wir hier was drin liegen oder hat er Zugriff auf die da hinten? Wir haben hier was drin liegen, oder? Und wir haben kein Brennmaterial. 50 Wasser. Okay, dann wird das nicht so lange reichen, wie ich mir das jetzt ursprünglich erhofft hätte. Dann hole ich direkt nochmal 100. Und wir müssen Kohle mit reinnehmen. So, dann kriegt er direkt 100 Kohle. Wie viel Platz haben wir? Ja, geht. Dann machen wir das hier eben. Und dann legen wir hier ab. Falsch, wie immer. Da legen wir ab. Die Maden würde ich... Haben wir ja sowieso welche abgelegt. Das ist okay. Dann können wir hier nur auspacken. So. Okay, dann, wir müssen noch eine Predigt halten. Kommen wir gleich zu. 40 Wassertropfen folgen uns. So, das sollte doch eine Weile reichen, hoffe ich. Fleiß. Ja, das wird dauern, bis wir den haben. Kommen immerhin 10 Bier raus. Ja, ich bin gespannt. Wasser lassen wir hier und wir sind voll. Können wir hier eine zusätzliche Kiste bauen? Können wir. Können wir und sollten wir tun. Nägel, Eisen, Bretter. Eis. Falsch, Eisen. Bretter. Ja, das sollte reichen. Das wird doch hier unten zu voll. Ja gut, die kommt dann einfach direkt daneben. So, auch wenn die Taschen gerade voll sind, gehen wir jetzt eben erstmal predigen, bevor wir das verpassen. Der Glaube und die Kohle sind wichtig. Verlangsamungsextrakt aus Bienenwaben. Das müssen wir uns mal irgendwie merken. So ein Schmetterling. Das sieht nach Beschleunigung aus. Predigt. Auf geht's mal wieder. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll, 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 toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Yay, woo, mehr Glaube und mehr Kohle. Her damit. Jo, das sind wieder 16. Sehr schön. Dann gibt es auch bestimmt wieder irgendwie 9 Silber oder sowas. Na? Ja, das, oh, das ist wieder mehr geworden.
glaube, das liegt wirklich an der Qualität des Friedhofs, oder? Ja, das sind schon fast 10. Noch nicht ganz, aber fast. So, du bleibst hier. Dann legen wir das Baumaterial wieder ab. Oder... Ja, wir legen das Baumaterial erstmal ab. Was brauchten wir in der Schenke? Wir brauchten, glaube ich, Nägel. Wir brauchten die hier. Und waren das Balken? Ich glaube, wir brauchten Balken. Aber dann direkt 8 Stück oder sowas. Wir haben überhaupt keine Komplexe mehr. Wir haben auch kaum noch einfache. Gut, wir schmieden erstmal eine Runde, wie es aussieht. Gibt ja auch wieder rote Punkte. Nicht, dass wir die jetzt explizit brauchen würden. Aber das Verhältnis von Grün zu allem anderen ist halt schon ein bisschen pervers. Ja, natürlich keine Energie mehr. Dafür gibt es Sauerkraut. Ja, die brauchen ein bisschen. Es ist auch überhaupt nicht innervierend, dieses Geräusch. Es ist alles gut. Es ist alles so, wie es sein soll, quasi. Okay. Dann schauen wir mal, was wir in der Taverne so einrichten können. Also ein Artefaktregal, dann wissen wir jetzt wenigstens aber auch, für welche Artefakte das ist. Und der Tisch wird aber wahrscheinlich einfach die Qualität erhöhen, oder? Wir machen mal direkt ein paar mehr. Hätte ich gesagt. Wir sind müde. Ja, das macht ja nichts. Solange wir unter Hälfte Energie bleiben, passiert uns da ja nichts. Und wenn wir schon dabei sind, können wir von den Planken eigentlich auch direkt noch ein paar machen. Weil ich glaube, beides jeweils 8 gekostet hat oder sowas, das wir da bauen konnten. Von daher haben wir zumindest ein bisschen Vorrat. Also Vorrat haben wir nicht wirklich. Wenn wir das direkt wieder ausgeben gehen. So, dann springen wir jetzt einmal zum redenden Schädel. Hier sind ja sogar Leute, dabei verkaufe ich noch gar nichts. Hier Tavernentisch. Wir haben zu wenig Nägel, alles klar. Aber Tavernentisch, den kann man auch drehen, das ist schön. So, dann erhöhen wir doch erstmal die Qualität um 10 Schädel oder sowas. Sah zumindest so aus. Okay. Ist ein Anfang. So, dafür brauchen wir mehr Planken und mehr Nägel. Alles klar. Wie kriege ich denn jetzt Alkohol hier rein? Kistenregal. Ach, sieh mal an, da haben wir sogar Dinge direkt dabei. Das ist gut. Ach, das ist wahrscheinlich schon eins, ne? Ja. Okay. Können wir mal unseren ganzen Wein können wir da mal platzieren. Okay, also nochmal, was brauchen wir, um das Artefaktregal zu bauen? 16 Planken, 36 Nägel. Das ist ja machbar. Und brauchen wir die Holzbalken? Ich glaube nicht, ne? Wir brauchen nur die Planken an der Stelle. Und 36 Nägel. Wir sollten einfach wieder ein paar mehr Nägel machen. Im Zweifelsfall gehen die halt in Kisten rein. Aber erstmal 100. Da wäre natürlich jetzt der Perk genial, wo dran stand, du machst mehr Nägel. Jo, dann hüpfen wir direkt wieder rüber. Wir bauen das jetzt einmal... Nein, wir hüpfen nicht direkt rüber. Wir bauen das jetzt einmal durch. Wir nehmen aber ein bisschen Wein mit. Bier ist auch fertig.
Okay, davon können wir keinen neuen Bein mehr machen, aber da ist schon mal Bier. So. Machen wir das nächste Bier. Dann nehmen wir hiervon 40 mit. Dann nehmen wir hiervon 40 mit. Dann nehmen wir hiervon 40 mit. Und dann haben die da drüben erstmal ein bisschen was zu trinken. Das ist doch schön, oder? Jo, wir bauen ein Artefaktregal. Nein, die Holzbalken hätten wir gebraucht. Okay. My bad. Irgendwas ist ja immer. Jo. Weg damit. Und dafür haben wir keinen Platz mehr. Gut, dass ich direkt ein zweites Regal gebaut habe. Als hätte ich es gewusst. So, und jetzt denke ich mal mit Jorik reden, oder? Erzähl mir, nein, wegen dem Bier auf den Paletten. Das heißt, wegen des Bieres auf den Paletten. Ich habe das Bier für die Paletten hergestellt. Ich habe das Bier auf die Paletten gestellt. So, gut gemacht. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, wann gibt's Geld? Was ist die Leiste mit den Sternen? Neben dir? Das ist unsere Rufleiste. Sie füllt sich mit jedem Tropfen Alkohol, den du verkaufst, weiter. Wenn du die Leiste komplett füllst, erhältst du einen Rufstern. Einen Rufstern! Was soll das denn bitte sein? Ganz einfach. Wir brauchen Rufsterne, um Events in der Taverne zu veranstalten. Warum sollten wir Events veranstalten wollen? Weil das Spaß macht. Events sind am besten geeignet, Leute zu unterhalten und Geld zu verdienen. Ein gutes Event bringt mehr Geld ein als ein paar Wochen ohne Events. Außerdem kannst du viel Essen und Alkohol bei einem Event verkaufen. Erzähl mir mehr über Essen! Das Essen muss zum Event passen. Du kannst natürlich auch unpassendes Essen verkaufen, aber es darf nicht zu teuer sein und sogar dann kaufen die Leute nicht viel davon. Also, wie kann ich ein Event starten? Das ist einfach. Du brauchst Rufsterne, Werbeflugblätter und ein bisschen Vertrauen in deine Fähigkeiten. Danke, Jorik. Bis später. Zeig mir dein Zeug. Nichts. Ja, hervorragend. Okay. Wo macht man denn so ein Event? Also, wir brauchen erstmal Ruf. Habe ich verstanden. Aber Kistenregal? Kochen. Brennstoff. Hier kann keine Kohle rein. Das prangere ich an. Oh, hier können wir in viel größeren Mengen kochen als zu Hause. Mal direkt 20 Fischsuppen zum Beispiel. Okay, also hier können wir in größeren Mengen kochen. Das finde ich gut. Es kostet aber, glaube ich, trotzdem das gleiche wie bei uns zu Hause im Ofen. Ich gehe mal eben die Balken holen. Indem ich die erfolgreich verdrängt habe, nehmen wir die jetzt wieder mit. Und so viele Nägel brauchen wir ja nicht mehr. Dann machen wir doch schon mal 2 Kisten mit Zeugs für den Händler. 1 Kiste mit Zeugs für den Händler. 64 waren das. Ja, ist okay. Ist der noch nicht wieder aufgeladen? Gleich. Moment. Haben wir gleich. Kann hier nur noch Stunden handeln. Wir warten, bis hier alles fertig ist, um zu ernten. Ist fertig. Zurück zum Schädel. Dann bauen wir noch das Arte. Hör auf, mich rumzuschubsen. Oder ist Geld für uns? Schrank. Mit Artefakten. Müssen wir gar nicht aufbauen, aber bringt auch nochmal 5 Ansehen oder was weiß ich. Rufgesamt 3, Gesamtertrag 5 Silber. Nett. Also ein netter Anfang. Ist jetzt nicht wirklich riesig viel, aber es ist ein netter Anfang. Wir können noch nicht porten. Wir müssen noch kurz warten. Wo geht's hier noch hin? Ah, okay. Da können wir auch direkt raus. Ja, gut. Jetzt ist er fertig. Sehr schön. Nach Hause. Nee,
schlafen? Ja, komm, wir gehen eben schlafen machen, weil ich wollte eigentlich noch nicht schlafen, aber dann machen wir das eben. Wir kriegen ja gleich eh eine Leiche, aber dann schlafen wir jetzt eben durch. Das ist okay.